Ich grüße euch zu einem etwas anderem Video, das schon seit längerer Zeit nicht mehr kam. Ich habe in letzter Zeit einige Schwierigkeiten wahrgenommen. Und so fühlt sich der Wolf berufen, euch dabei zu helfen. Mein Name ist Arilla. Auf dem Server der Wilden Wölfe bin ich bekannt als Dunzerk, Blutwolf. Und heute werden wir das Projekt Pippi in Anspruch nehmen. Die Erklärung und all drum und dran, was es momentan an neuen Features gibt, um diese euch zu erläutern, um ein besseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Nun denn, ich würde sagen, machen wir uns auf, damit ich von meinem Server nicht etwas gleich sofort erkannt werde. Oder wenn wir so entdeckt werden. Werden wir uns einfach mal auf so ein ruhiges Plätzchen wie hier begeben. Also dann. Fangen wir mit den üblichen Sachen an. Dies ist das Pippi Admin Control Panel. Wie viele schon sehen können, ich hatte schon einige Erklärungen und Tutorial mit den jeweiligen Funktionen gegeben. Und was hier alles steht, das erklärt sich das meiste von selbst. Böse Knöpfe, gute Knöpfe, halbböse Knöpfe. Es gibt aber momentan noch einige Panels, die noch nicht ganz aktiv sind, wie das Economy-System. Leider noch ausgegraut. Das ist eine Sache, an die Joshtec noch arbeitet. Und daher hoffe ich auf Verständnis, dass ihr darauf vertrauen werdet, dass dies bald in Funktion treten wird. Und wie das Ganze funktionieren wird, werde ich euch auch da mit Freuden erklären. Vergesst nie, als Server-Admin, die Command-Settings anzuschauen, um zu sehen, welche Kommandos für eure Spieler und für euch selbst zur Verfügung stehen, was sie kosten und für welchen Rang sie eingesetzt sind. Wie viel Abklingzeit es gibt. Natürlich einige geheime Kommandos. Aber dazu kommen wir noch ein anderes Mal. Die Kids haben sich bislang eigentlich nie wirklich verändert. Sie sind halt genauso, wie sie sein sollen momentan. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier mehrere Kids zur Verfügung. Von Kids, die wir kaufen können. Bis hin zu Kids, die eigentlich mehr oder weniger dazu gedacht sind, naja, die Vespians einzukleiden. Nun, wie das Einkleiden der Vespians funktioniert, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Sollte dies noch nicht wirklich klar sein. Und wie das mit den Farben abläuft, so gehe ich dies auch kurz nochmal durch. Ihr seht ja hier die nötigen Informationen.
Wenn ihr euch das gesamte Ding mal kurz anschaut. Könnt ihr feststellen, dass ihr die Gegenstände nicht nur hinzufügen könnt, sondern auch die Anzahl der Gegenstände. Die prozentuale Chance, dass sie droppen, bei Öffnung der Kisten zum Beispiel, beim Loot-Spawner. Sowohl als auch die Farbeinstellungen. Ein schönes Feature. Man kann seine Spielern dementsprechend, wenn sie noch nicht die Alchemisten haben, immer noch schwarze und weiße Klamotten zur Verfügung stellen, sollten sie das nötige Kleingeld haben. Das Ganze läuft dann ungefähr so. Ihr klickt auf Add Item bei dem jeweiligen Kit, die ihr hier erstellen könnt, editieren könnt und löschen könnt. Ihr könnt dort nun sehen, dass es selbst Sachen gibt wie Level erkaufen, Stärke, also Attribute erkaufen, sowie auch Emotes. Und auch gewiss einige, ich sag mal, interessante Objekte, die selbst dem normalen Cheat-Menü verborgen bleiben. Ihr legt zum Beispiel einen Gegenstand an und könnt diesen hier mit den Channels einfärben. Habt ihr alle vier Sektionen eingefärbt, könnt ihr die Anzahl bestimmen, die Chance, wie sie sie dementsprechend droppen sollen, und auf Add Item klicken, um diese hinzuzufügen. Daraufhin seht ihr, wie diese gefärbt sind. Die PP-Settings haben sich seitdem auch nicht wirklich so drastisch verändert. Es gibt nur ein schönes neues System. Und zwar die Rankings. Man kann nun neue Ranks erstellen. Die Ranks können zu verschiedenen Situationen angepasst werden. Solltet ihr zum Beispiel spezielle Ranks haben, die andere Befehle ausführen können oder die vielleicht das ein oder andere tun sollen oder tun können, was normale Spieler nicht können. Es gibt schon VIP, Moderator, Admin und andere dergleichen. Doch könnt ihr immer noch das ein oder andere hinzufügen und verändern. Dementsprechend könnt ihr auch die Farbe einstellen. So werden diese im Chat farblich markiert. Stellt ihr ein, dass die Ränge eingestellt werden, so werden auch deren Ränge angezeigt. Habt ihr dabei schon eine lustige Idee, wie ihr eure verschiedenen Clans aufteilen könnt? Zum Beispiel könnt ihr Ränge für Clans einstellen, so dass sie im Chat mit dem jeweiligen Clan-Tag angezeigt werden. Dies ist auch selbst eine Sache, die noch ich einfügen werde. Und ganz wichtig, es gibt eine Warp- und Home-Teleport-Funktion. Ihr könnt diese mit Allow, Teleport und Warp and Encumbered ein- und ausschalten. Die Home-Funktion befindet sich hier. Innerhalb der Commands. Sowie auch das Set Home. Und dann stellen wir das gleich etwas besser ein.
damit das Home-Ding auch nicht komplett ausgenutzt wird. Frohe Silberjagd, meine Wölflein. Der NPC-Spawner weist noch ein paar kleine Probleme auf. Normalerweise könnt ihr diesen noch modifizieren, aber es gibt noch gewisse Sachen, die noch verändert werden müssen. Wie ihr sehen könnt, befindet sich hier bei anderer ganz unten die neuen Items. Die gesamten Pipi-Items, wenn man so möchte. Der NPC-Spawner, den Loot-Spawner, Glob und Portal sowie die Festbeams sind wir schon durchgegangen. Was nun neu sind, ist die Zone, der Aggress, die Chemlock, Pipi-Jack, Wallpaper und Pipi-Note. Natürlich zeige ich euch diese gerne. Lass uns mal sehen. Ja, das sollten alle sein. Kommen wir zu den Chemlock. Das ist eine Funktion, die noch ein bisschen in der Testphase ist, aber für diejenigen, die gerne Filme machen, ist das nun, ich würde sagen, eine schöne Möglichkeit, ein paar Filmchen zu drehen oder beziehungsweise gute Schnappschüsse zu bekommen, während ihr euch um das Gelände ein wenig dreht. Jetzt haben wir das Ganze mal am besten. Gut. Das war jetzt eine Weile her, seitdem ich das Ding genutzt habe. Ich glaube mal, wir bleiben auf Channel 0, Index 1 und lassen das dem gleich so. Gehen zu den nächsten Dingen. Index 1. Index 2 und Index 3. Hierbei müsst ihr jetzt, aufgepasst, in die Ego-Perspektive gehen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe und ich in kompletter Vollung bin, sollte dies noch richtig funktionieren. Und wie ihr sehen könnt, bewegt sich jetzt die Kamera. In einer etwas sanfteren Bewegung. So fand ich diese Probleme, die man so hat mit den leichten Rucklern. Für diejenigen, die gerne Filme machen oder nur ein wenig die Base in einem Video zeigen wollen, ist dies perfekt. Ihr könnt die Cams dementsprechend weiter oben in der Luft aufstellen, indem ihr ein paar Säulen hochzieht, sie dort oben platziert und die Säulen abreißt. So sind die Kameras immer noch oben in der Luft. Verzeiht.
Kommen wir zu der Zone. Die Zone ist noch ein etwas testbedürftiges Gerät. Wie ihr sich vorstellen könnt, ist die Zone nicht nur ein lustiger Name, sie soll auch wirklich eine Zone bilden oder darstellen. Es gibt auch einen geheimen Befehl für die Zone. Ich bin mir nur nicht mal sicher, welcher Befehl das genau war. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich oder auch nicht. Nein, ich weiß es wieder. Aber das machen wir gleich. Mit Enable könnt ihr wie immer das Gerät aktivieren und freischalten, sodass die Funktion eintritt. Mit Disable Interaction GUI blendet ihr dieses E für weitere Optionen halten, Zone Testing, Besitzer, Stamm der Wölfe aus. So sieht man nicht mal dieses eingeblendete Ding. Man kann die visuelle Area einschalten oder ausschalten. Habt ihr sie eingeschaltet, müsst ihr bedenken, wird die Zone, die ihr errichtet habt, visuell angezeigt. Ich führe dies gerne mal vor. Also lassen wir sie noch eingeschaltet. Aber damit es etwas schöner aussieht, machen wir eine Sphäre draus. Sonst wäre sie nur viereckig. Ihr könnt dort Gebäudeschaden, Spielerschaden, Hunger und Durst ausschalten innerhalb der Zone. Nützlich, wenn ihr gewisse Safe Zone innerhalb von Cone Exarchs erstellen wollt. Weil das euch im Hinterkopf. Zum Beispiel eine Spawn-Area, die ihr für neue Spieler setzt. Dort könnten sie nun in die Welt treten und sind etwas gesicherter. Mit T1, T2 und T3 sind Bauwerke gemeint, die ihr hier in der Zone färben könnt. Ich führe dies gerne mal vor. Dort unten stehen T1 Gebäude und dies werden wir jetzt grün färben. Ich kann schon kaum die Reaktion von Heftana erwarten, wenn er mitbekommt, was gerade abgeht. Mit der Zonenkontrolle könnt ihr den Radius und die Reichweite der Zone einstellen. Probieren wir mal, wie die normale Standardeinstellung ist. Seht ihr das? Das ist die Zone. Nicht gerade groß, nicht wahr? Sehen wir mal, was passiert, wenn man den Radius auf 10 stellt. Ihr seht, es verändert sich. Es wird größer. Aber noch ist das Bauwerk unten nicht betroffen. Mal sehen, was passiert, wenn wir dieses Ding auf 100 stellen, den maximalen Radius. Und dabei aktivieren wir diese Dinger. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr noch grüne Gebäudeteile. Ihr könnt natürlich nicht nur T1 und T2, sondern auch T3 grün färben. Eigentlich alle. Und so wird alles in grün überarbeitet. Außer solche Gegenstände. Das klappt ja noch nicht. Trotz dessen hat Heftane jetzt gerade ein grünes Haus. Warum das Dach noch nicht grün ist, liegt, glaube ich, am Strom. Schade. Natürlich können wir die Farbe auch umstellen. Sie etwas dunkler machen, damit sie etwas realistischer aussieht. Seht ihr?
Oder? Wir stellen sie so ein, wie sie für ihn wirklich richtig wäre. Pink. Seht ihr? Und nun lebt Helfdane in einem Barbiehäuschen. Wie schon gesagt, damit könnt ihr dementsprechend eure Häuser und Gebiete einfärben, sichere Zonen erstellen und noch eine lustige Sache hinzufügen. Und zwar das Geheimnis von Joshtag, was nicht viele wissen. Oben den Namen gibt ihr /secret ein. Seltsam. Normalerweise ja, schaut so aus, als müsste ich nochmal mit ihm drüber sprechen. Halb so wild. Schaut mal. Nachdem ich die Zone entfernt habe, ist dein Haus noch einmal gefärbt. Mal sehen, was er dazu sagen wird. Oh je. Kommen wir zum anderen Punkt. Das sind die Wallpaper. Mit dem Wallpaper könnt ihr Bilder nun ins Spiel hinzufügen. Mit dieser Funktion gibt es unzählige Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel könnt ihr eigene Banner oder gewisse Vorhänge oder andere lustige Sachen hinzufügen. Das Einzige, was ihr nur dafür tun müsst, ist dies in die URL zu packen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich nehme einen der Screenshots, die ich gerade in unserem Foto-Icon-Channel gefunden habe und füge dies einfach hier rein. Erweitert die Größe etwas? Na gut, erweitern wir es noch etwas mehr, ja? Und schon habt ihr in-game ein Bild drin. Etwas durchsichtig, ich weiß. Ihr könnt auch hier dieses Ding entfernen. Mit derselben Interaction. Mit Allow Clan Members könnt ihr es einstellen, ob eure Clan-Mitglieder darauf Zugriff haben oder nicht. Und mit Solid Wallpaper könnt ihr es einstellen, ob man durchlaufen darf oder nicht. Besonders interessant sind dabei Sachen wie, man will aber nicht, wie sowas hier. Diese könnt ihr innerhalb von Türen einfügen oder ein Fenster. Das gibt gleich einen völlig neuen Stil. Ihr könnt auch genauso gut
einen Banner hinzufügen oder ihr klebt etwas an die Wand und macht es etwas wässrig, so dass es ein bemaltes Bild ist. Ein Ölbild oder anderes. Eigene Banner, die ihr ins Spiel hinzufügt, als würden sie an der Wand kleben. Seht ihr? Man kann die Größe schön gut einstellen. Das ist eine Art Wandteppich oder eine Art Banner. Dies sind die Wallpaper. Das nächste Item, was wir jetzt sehen werden, ist Pippi Jack. Ein Spiel innerhalb eines Spiels. Wahnsinnig, wa? Mit Pippi Jack könnt ihr hier einstellen, das kann auch nur derjenige, der den Tisch aufstellt, wie viel, naja, Gold innerhalb dieses Tisches sozusagen vorhanden sein sollen. Das heißt, wie viel Geldwert dort vorhanden ist, mit dem man pokern kann. Ich füge ein Gold hinzu und seht ihr unten. In Tables Wallet Gold 1. Nun, lass uns doch mal eine Runde spielen. Ich setze mal 10 Bronze. Jetzt kann ich entweder Hit oder Stay machen. Und da ich nur 4 habe und er 10 hat, Logo mache ich Hit. Er 12 und er 10. Natürlich nochmal Hit. Jetzt wird's gefährlich. Und da verkackt man. Spielen wir noch eine Runde. Tja, hätte meinen können, es wäre unentschieden, aber hier gewinnt leider der Tisch. Und mit 20, Stay. Er geht auf 18, drückt Stay und wir gewinnen 20 Bronze. Obwohl wir 20, 10 Bronze gesetzt haben. Also ein einfaches Kartentischspiel. Gut für den Tavernenabend. Und zu guter Letzt, Pippi Note. Euer eigenes Tagebuch innerhalb von Conan Exiles. Ihr könnt hierbei einfügen, was ihr stehen haben wollt. Ihr könnt dies in der Welt verteilen und andere Spieler finden lassen. Sobald ich weiß, sollte auch irgendwo. Eigentlich Funktion geben, umzublättern. Schade. Jedenfalls könnt ihr hier einschreiben, was ihr möchtet. Und andere Spieler können es finden. Es nicht mitnehmen oder abreißen, sondern sie können es nur finden und lesen. Editieren könnt nur ihr es. Für Rollenspieler die perfekte Art, einen Spieler zu beschäftigen. Nun, das wär's erstmal aus meiner Sicht. Solltet ihr jemals noch Fragen haben zu den einzelnen Kids oder anderen dergleichen, schaut doch bitte meinen anderen
Funktionen und Videos nach. Da gibt es viele Tipps und Tricks, wie ihr mit Pipi umgehen könnt. Und wie ihr sehen könnt, ist der Entwickler von Pipi immer noch dann beschäftigt, die Funktionen zu verbessern und sogar anzuzeigen, wie viele Clans es auf deinem Server gibt. Wie viele Mitglieder sie haben und wer der Server oder Clanbesitzer ist. Natürlich könnt ihr euch selbst in andere Clans stecken. Und auch dementsprechend den Rang anders verteilen. Gold hinzufügen, die Rezepte editieren, den Charakter editieren, die Stats ein wenig anpassen. All dergleichen. Ich hoffe, ihr habt damit eine wundervolle Pipi-Erfahrung bekommen und könnt euren Server besser verwalten und eine schönere Zeit ihnen bieten. Also, mein Name ist Danzek. Oder Arilla, wie ihr es nennen wollt. Und dies ist der Bloodwolf-Kanal. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt die nötigen Informationen gefunden, die ihr gesucht habt. Bis bald und reist sicher, Verbannte.